weil sie immer so gut die Kamera halten kann, kriegt sie auch noch ein paar Euros. Die stecken wir auch noch da rein, die gehen dann auch nicht verloren. Dann kann sie sich dann eine Johannisbeersaftschorle holen. So. Servus, Dart-Kollege. Heute schauen wir uns das Dart-Case von Bulls an, nämlich das Orbis Dart-Case. Das gibt es in der S-Variante, also in der kleinen Variante, und in der XL-Variante. Und da gibt es jetzt diese beiden neuen Designs hier. Das ist einmal das Carbon Grey Design und einmal das LE3, also für Limited Edition 3 Design mit dem grünen Adler drauf und dem Camouflage-Muster. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das vom Dartshop Michel bekommen habe, denn Spider-Woman hat noch gar kein Dart-Case. Die braucht auch nur ein kleines und deshalb bekommt sie das jetzt geschenkt. Und wir packen einfach mal ihre Darts jetzt da rein und schauen uns das an. Und danach schauen wir da noch rein, denn da sind schon meine Sachen drin. Spider-Woman hat sich sehr gefreut über das Design, weil sie steht auf diese Matt-Optik, die diese Oberfläche hat. Dann haben wir hier den grünen Adler drauf, wie gesagt. Hier haben wir als Knopf oder als Button so das Bulls-Logo aufgesetzt. Und das Design geht auch auf der Rückseite weiter. Da ist eben auch nochmal der Adler drauf. Und hier ist das Bulls-Logo so als Relief eingeprägt schon fast. Da auf den Zippern ist auch das Bulls-Logo jeweils nochmal eingeprägt oder graviert. Und ich habe die auch schon mal aufgemacht. Das geht auch ganz leicht auf hier. Der ist also sehr gängig. Ich will aber erstmal messen, wie groß das Case jetzt insgesamt ist. Wenn man da so schaut, ja, 19,5 cm wohl in der Breite und in der Höhe sind es knapp 10 cm und dick ist es auch 6 cm, also nicht mehr als 6, also ziemlich kompakt. Da passt ein Set Darts rein, ich mache das jetzt mal auf und aha, da ist auch noch mal eine Trageschlaufe dabei. Mit einem Karabiner und hier so ein Haken. Kann man hier außen einhaken, habe ich schon gesehen. Da macht man das dann rein. Da kann man sich entweder dann das hier an den Gürtel irgendwie oder an eine Gürtelschlaufe ranmachen oder man kann auch den Karabiner weglassen und kann das so als Handschlaufe quasi benutzen. Das wäre so meine Idee dafür. Das mache ich jetzt mal ab, da kann ich es besser zeigen. Ja, dann ist da so ein Mottenpäckchen dabei, dass da natürlich nichts passiert. Und innen ist so ein Schaumstoff und da kommen jetzt die Darts rein. Dazwischen nehmen wir natürlich die Darts von Spider-Woman. Das geht auch ganz leicht, wie ihr seht. Man muss das einfach nur hier so ein bisschen rein wackeln. Dann sind die drin und die sind da wirklich sehr gut drin. Ne? Den dritten machen wir sinnigerweise dann gegengleich rein in der Mitte. Und wenn ich das jetzt hier mal so rumdrehe, die halten auch wirklich fest, da fällt auch nichts raus. Und die sitzen auch immer noch genau so, wie ich sie reingesetzt habe. Das ist bei anderen Dart-Cases, die da so ein Gummiband drüber haben, oft nicht der Fall. Da fallen die Darts dann irgendwo so drin rum, sind zwar hier noch irgendwie festgehalten, aber so schön sitzen sie nicht mehr drin. Und wenn ich Dart spiele, und bei Spider-Woman ist es auch so, dann wollen wir das immer sehr aufgeräumt haben, weil man selber ja auch zum guten Treffen auch irgendwie aufgeräumt sein muss. Ist ja auch ein großer Mentalsport beim Dart. Deswegen saubere Optik, schön aufgeräumt, da hat man ein besseres Gefühl, zumindest einige Spieler, Spider-Woman und ich auch. Und deswegen sagt es uns am meisten zu. Also für uns ist das tatsächlich das Beste, Dart-Case, was man sich so kaufen kann. So, was passt hier noch rein? Flights hier, das sind so Schlaufen, die sind auch elastisch und man kann da auch dran ziehen. Also wenn ich es jetzt kaputt mache, kriegt Spider-Woman einen Kaputtnuss. Nee, aber das ist gut. Und da kann man jetzt die Flights reinstecken. Da kommen natürlich die gelben Spinnen rein. Hier, alles was mit Spinnen zu tun hat, die habe ich auch noch mal welche mit einer blauen Spinne. Und da kann man dann hier an so einer praktischen Lasche das ganz einfach umblättern. Jetzt drehe ich das auch noch mal rum und da machen wir dann auch noch ein paar rein. Da ist auch noch eine Spinne drauf, also Spinnewebe ist das Spinnennetz ist da drauf. Und dann kriegt sie noch ein bisschen Glitzer. Ja, man sieht, das ist neu.
Da muss man einmal so vielleicht reinfassen und dann geht es aber wunderbar hier reinzustecken. Hier unten sieht man schon, da kommen Shafts rein. Wenn man das sich hier anschaut, dann passen hier vier Sätze rein. Spider-Woman spielt ja die kleinen Aluminium-Shafts hier. Das sind die zweitkürzesten, die es gibt. Ich habe erst gedacht, die fallen da so raus, aber die sitzen doch drin, wenn man sie hier ganz reinschiebt. Dann rutscht da vermutlich auch nichts. Das werden wir ja auch gleich mal testen. Jetzt habe ich keine mehr. Kriegt sie noch ein paar lilane. Was Längeres, dass man was ausprobieren kann. Jetzt machen wir gleich noch mal den Schütteltest. Ja, der eine ist ein bisschen durchgerutscht, aber im Großen und Ganzen hält es ganz gut. Und vielleicht ist die eine Schlaufe ein bisschen weit, aber hier die anderen, die sitzen wirklich gut drinnen. So, und auf der nächsten Seite, da sehen wir dann so einen Reißverschluss, auch mit so einem Netz drinnen. Da kann man zum Beispiel, wenn man E-Dart-Spieler ist, seine Spitzen reinmachen. Für Spider-Woman gibt es jetzt natürlich Sinn, hier Schaftgummiringe reinzulegen, weil die ja sich doch mal irgendwann so abnutzen. Passt da auch gut rein. So eine Überzieher, Überstülphilfe. Machen wir auch noch mit rein. Passt auch ganz gut. Hat es leichter mit den Gummis. Und ja, dann kriegt sie noch einen Wetzlar-Aufkleber. Kann sie für mich ein bisschen Werbung machen. Packen wir auch noch rein. Und weil sie immer so gut die Kamera halten kann, kriegt sie auch noch ein paar Euros. Die stecken wir auch noch da rein, die gehen dann auch nicht verloren. Dann kann sie sich dann eine Johannisbeersaftschorle holen. So, jetzt machen wir das Ganze zu. Alles gut befüllt. So kann sie jetzt das nächste Mal mit mir zum Harinio nach Köln fahren und da dann auf die Scheibe schmeißen. Das LE3 Dart Case ist aus EVA-Material, also aus Ethylen-Vinylacetat. Ja, wo ist jetzt das? Kann ich euch erklären? Das ist das Material, aus dem zum Beispiel auch Gefrierbeutel gemacht sind. Das ist thermoplastisch, das heißt, es ist nur verformbar bei einer bestimmten Temperatur und ebenso hält es immer seine Form bei. Für die Verarbeitung wird es natürlich erwärmt, dass es dann hier diese schöne Struktur reingepresst kriegen kann und es ist auch lichtundurchlässig. Ein anderes Material ist das Carbon Gray Case, denn das ist aber nicht, wie der Name vermuten lässt, aus Carbon, sondern Carbon Gray steht für die Optik, ne? Carbon Grau, so soll es auch aussehen. Es ist nicht aus Carbon, sondern es ist aus ABS-Material. ABS ist Acrylnitril-Butonienstyrol, auch wieder so ein Name, ist auch thermoplastisch, und das ist im Gegensatz zu dem auch öl- und fettresistent. Das ist halt auch hier so schön glatt zu polieren und hat so eine schöne Glanzoptik. Und ich habe vorhin gesehen, das sieht ja voll komisch aus. Ist das hier, was ist denn das für ein Schrott? Nein, das ist kein Schrott. Wenn ihr das bekommt, da ist noch mal eine Schutzfolie drüber, dass es nicht verkratzt beim Transport schon, weil da natürlich, wenn ihr das bekommt, soll das ja auch eine schöne Glanzoberflächenoptik haben. Das kann man dann natürlich abziehen und das kommt dann natürlich in den Müll. Außerdem ist die Oberfläche hier auch abriebfest, also ziemlich gut abriebfest. Das heißt, es steht da kaum Mikroplastik, wenn man das irgendwo entlang scheuert. Da achtet man ja auch zurzeit immer mehr drauf, dass solche ja, Plastikstoffe, Plastikabfälle, Mikroplastik nicht ins Grundwasser oder so gelangen. Ich habe das natürlich jetzt hier schon befüllt mit meinen Sachen. Ich zeige es euch auch mal ganz schnell, denn das XL hat Platz für zwei Sets Darts. Da habe ich meine jetzt auch schon reingemacht, dann auch immer gegengleich. Also hier sechs Darts passen hier rein. Dann haben wir hier die doppelte Anzahl an Flights, die man reinmachen kann. Hier sechs, da noch einmal sechs. Und es ist auch Platz für einen Satz mehr Shafts. Da passen insgesamt hier fünf Sätze Shafts rein. Und da ist auch viel Platz für die langen, wobei die langen ja eben auch bei dem kleinen reingepasst haben. Da gibt es auch wieder ein Fach mit Reißverschluss. Bei mir sind da jetzt, weil ich ja seit kurzem die Carbon ST-Shafts spiele, natürlich solche
schafft Ringe drin, die eben die Flights festhalten. Und ja, ein paar Gummiringe habe ich auch noch dabei, weil ich auch manchmal mal zu den Alu-Chefs noch wechsle, aber eher selten. Und was ich immer noch habe, ich habe immer noch einen Stift drin dabei, den kann man sich einfach da unten reinlegen, der stört auch nicht, wenn man das dann wieder zumacht. Falls ich mir was notieren will, weil ich beim Spieltag oft das Handy einfach komplett weglege und überhaupt nicht in die Hand nehme und dann erst wieder drauf schaue, wenn der Spieltag rum ist und wenn ich mir irgendwas aufschreiben will oder irgendeine Idee habe, dann habe ich irgendwo einen Stift dabei, gehört natürlich auch ein Zettel mit rein dazu. Der ist im Moment gerade draußen, weil ich mir letztens was notiert habe und den Zettel rausgeholt habe und noch keinen neuen reingepackt habe. Was ich vergessen habe, euch zu zeigen, bei dem Orbis XL ist natürlich auch hier eine Schlaufe dabei und so ein Mottenpäckchen und auch ein Karabiner, dass man das eben auch sich so wie bei dem kleineren an die Hand machen kann oder an den Gürtel. Und jetzt zeige ich die euch nochmal in der Größe. Das Große haben wir auch noch nicht gemessen. Da messen wir auch gleich nochmal drüber. Kann ich euch jetzt vielleicht hier so zeigen. Von der Breite sind wir da genau gleich mit 19,5 cm. Und da gibt es natürlich einen Unterschied. Da sind wir bei ungefähr 12. Und von der Dicke, von der Stärke her, da haben wir auch 6, wie bei dem auch, ja, die sind auch gleich hoch. Es gibt natürlich das Kleine auch in dem Carbon Grey Design und das große XL auch in dem LE3 Design. Außerdem gibt es noch viele andere Designs, auch ältere Designs. LE3 ist ja quasi die dritte Limited Edition. Es gibt aber auch noch die ganz normal in einfarbig, zum Beispiel in Grün, Rot, Blau oder in Schwarz. In klein und in groß natürlich immer alles in XL und in S. Und dann gibt es auch noch weitere Limited Editions, zum Beispiel das LE102. Das ist so ein rot-blaues Design, blende ich euch auch jetzt nochmal ein. Dann gibt es eine Mensosuljovic Edition, wäre für mich natürlich auch ganz interessant, weil ich Mensosuljovic Fan bin. Und es gibt eins mit dem Union Jack drauf, das gibt es auch in klein und in groß. Und da sind wir preislich bei den einfarbigen in S von 14 Euro bis zu dem großen in Carbon Grey bei 21 Euro. In dieser Preisspanne bewegt man sich da. Wenn ihr das beim Dartshop Michel bestellt, egal ob jetzt ein einfarbiges oder ein Hightech Carbon Grey Design, dann könnt ihr den Code Wetzler-Orbis eingeben und da bekommt ihr nochmal 5% Rabatt auf den Preis dort und zwar auf alle Orbis Cases, die man da bestellen kann. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Dart-Trip mit Spider-Woman, ihrem neuen Dart-Case und wünsche euch bis nächsten Mittwoch, 19:30 Uhr, Good Darts.